Mal noch was anderes ausprobieren. Ich will mal in dieses No Mercy reingucken, was das ist. Okay. Was sollen wir machen? Kameras. Abknalle. Ist das richtig? Warte mal, was ist denn unser Ziel jetzt hier? Die. Take out the cameras. Ja, gut, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als das hier schon zu starten. Na ja, klar. Und die, die Kameras out to taken. Ja. Gut, dann tun wir dies. Okay. Ich dachte, das ginge um. Jetzt müssen wir hier wieder was zersägen. Ah, wir sollten da irgendwie lautlose. Ja, das ist halt gut, dass das so früh gesagt wurde. Die Säge sieht diesmal sehr krank aus, ehrlich gesagt. Also hin erwartet auch schon wieder bewaffnetes Personal. Die sind natürlich auch immer direkt da und so toll ausgestattet. Diese Musik, ey. Oh, das bist du. Ja, da kommen sie. Die Streife! Tja, jetzt sind sie gestreift mit Blut. Oh, komm mir nicht runter. Dumm. Gibt es noch eine andere Seite, von der die kommen könnten? Ich weiß nicht, aber die Säge sieht so aus, als müsste man sie wieder anmachen. Nö. Ah, okay. Dann würdest du ihre Silhouette sehen. Ja, ich dachte, das hätte ich gerade. Oh. Ah, das heißt, man kommt ja nicht mal rum, um die Munition zu holen, wie freundlich. Ja, richtig, das ist mir auch gerade eben. Oh, es war auch schon da. Wow, aber wie? Ih, Blutspritze an der Wand. Normal, wir sind hier im Krankenhaus. Die fahren wollen durch die Lüftungsschächte, ey. Ja, ja. Der Moment, wenn so ein Streifenpolizist durch den Lüftungsschacht kommt. Das ist eigentlich genial, diese Säge in so einem Tier zu verstecken, um sie dann ins Krankenhaus reinzulegen. Ja. Das ist halt eigentlich doch schon schier genial. Was Haftsägen, ey. Nennt mich an der Hitman, der sei Schrotgewehre immer in Blumen versteckt. Also in etwa fühlt man sich hier auch. Dass es Sägen sind. Ja, komm mal. Oh Mann, der Gang ist mal wieder voll. Ja, ja. Das
das die durchschnittliche deutsche Polizei könnte? Tja. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir rufen da mal an und erkundigen uns. Aber ich habe gehört, das SEK ist auch immer schnell zur Schnelle, wenn man es braucht. Ja, aber könnte das SEK sowas hier? Tja, durch Lüftungsschächte klettern. Ja, nach etwa 2 Sekunden, nachdem klar war, dass da was läuft. Oh, es gibt einen neuen Zugang. Jo. Du hast einen Arzt erschossen. Der hat direkt in diesem scheiß Splinter Cell-Typen drin gestanden. Das ist gerade selbst schuld. Ich meine, ich glaube ja vieles. Aber ich glaube nicht, dass das SEK nach so kurzer Zeit so schwer bewaffnet irgendwo auftauchen würde. Nö. Noch 15. Alter. Pick the right door to open. Ja, das ist die richtige Tür. Ja. Sag ich dir, sobald ich hier nicht von 5000 Swats angegriffen werde. Ja, wenn wir einfach mal anfangen. Pick the right door, aber keine Ahnung. Na gut, was müssen wir da machen? Ich weiß nicht. Das ist natürlich ärgerlich, wenn es die dritte ist, ne? Ja, wie lange brauchen das Teil? 230 Sekunden. Das ist jo. Soll man das schaffen, ey? Bei so einem Assault hier? Ich weiß auch nicht. Ja, guck, jetzt kommen sie hier auch schon aus der Decke gekocht. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, hier schon den 10. Civilian umgebracht. Klar, dass hier die FBI-Type mit der feinen Hose und der Krawatte klettern dort durch die Lüftungsschächte. Ja, es ist klar, dass hier überhaupt jemand durch die Lüftungsschächte kriecht. 30 Sekunden, nachdem überhaupt irgendjemand sich da gemeldet haben könnte. Ich meine, wie läuft denn diese Meldung dieses Überfalls ab? Ja, hallo, die 4 sind jetzt gerade bei uns ins Krankenhaus reingelaufen. Die werden jetzt hier gleich den Überfall starten. Nein, nein, nicht jetzt kommen. Erst in 5 Minuten. Die brauchen noch ein bisschen, gucken, wo die Kameras sind. Tja, ah, okay. Gut, wir schicken ihnen dann in 5 Minuten die Armee. Danke. Gibt's hier Assaults? Ah ja. Also für mich ist das hier schon eine halbe Assault, dass hier alle rausgefallen kommen. Ja, ja doch. Ja, ja. Clear. Clear. Hä, von wo schießen sie dann? Schade, sonst da dann immer so schön brace yourself. Tja. Also fürs Protokoll, falls wir es hier versauen, ne? Das ist nur, weil Bane nicht gesagt hat, brace yourself. Ah. Nur deshalb. Es gibt nämlich gleich eine ganz andere Atmosphäre, wenn wir uns bracen sollen. Viel zu viel Rauch, ey. Ja. A little bit problematic.
Ja. Alter. Eieiei. Es geht hier ab, ganz ehrlich. Ja, schon sonst. Kann man mit der Pumpgun K Multikill machen. Doch, oder? Das wirkt immer nur so, als würde nur einer sterben. Da mache ich mich sicher, dass es geht. Was man doch nicht so alles macht, um hier an Dinge ranzukommen, an Loot. Warum eigentlich? Ja, wir wollen wohl ein Virus klauen, oder? Ah. Und das sind Blood Samples. Wollen wir den auch benutzen oder verkaufen? Also benutzen werden wir erst in Payday 2. Da können wir ihn dann verschießen. Die Polizei verreckt dann direkt. 1. Check the patient. Ja, wie? Ah. Also, aber es war nicht das Richtige. Der sieht komisch aus. Er rührt sich nicht, er sieht tot aus. Ich weiß nicht, das irgendwie wäre das ersichtlich. Ja, guck mal, ich glaube, die ist es. Die. Die B, weil da steht Infectious Substance. Und das andere ist nur Biohazard. Ja, gut. Na toll, also machen wir uns jetzt hier extra schwer. Ja. Na gut, ich meine, wir haben den Assault ganz gut überlebt, oder? Ja, nur, ja. Symbio Westkorridor. Der hüpfende Wolf. Ja. Können ruhig mal noch ein bisschen warten mit ihrem Assault. Mit ihrem Assault. Mit dem Assauer. Schießt jemand in die Decke rein. 30 seconds. Oh, so ein Splinter-Cell-Typ. Ja, der überlebt den Assault definitiv nicht. Brace yourself. Steig mal diesen Patienten aufs Dach. Das habe ich mir auch gedacht, dass es ein guter Ort wäre, da drin sich zu verstecken. Das Einzige, was dann problematisch wären, wären Schilde. Kann man die eigentlich mit den Schilden durch den Lüftungsschacht? Weiß nicht. Zu viel Rauch schon wieder. Ja. Ja, tun sie. Okay. Ist gerade direkt einer vor meiner Nase runtergesprungen. Ja, solange sie nur in der Brust ist, das ist ja Witz. Geht es dir gut? Ja, ja, nur ein halbes Magazin in der Brust. Dann könnte mal jemand den Schilder umlegen.
Hab ich, aber ich bin dabei draufgegangen. Nee, ich meine nicht, also keinen Lebenden, sondern diesen, dieser Schild, so, der da noch liegt. Ah, jetzt liegt er nicht mehr da. Das ist gut. Alter. Hast du dich wieder so krass erwischt? Ja. Was? Nee, scheint wohl der richtige zu sein. Ich hab's. Ich hab's auch. Du hast's auch. Mist. Ja, was? Ich hab's doch, oder? Ja, ich hab auch eine Spritze. Verstehe ich jetzt nicht. Was sollen wir jetzt tun? Verwerfen Patient and use the validation machine around the hospital. Ah, wir brauchen. Wir müssen irgendwelche Validation Machines around the hospital finden, um die Blood Samples zu überprüfen. Und? Also irgendwo hier drin, oder? Around the hospital, also irgendwo hier drin, denke ich. Oh Mann. Ja, mach du. Validation Machine, wie sieht denn sowas aus? Ja, ich hätte ja fast gedacht, sowas wie eine Zentrifuge oder sowas. Ja. Dass hier irgendwo sowas Labormäßiges gäbe. Ah, da drüben, ich sehe was. Das ist gelb. Ah, ja, ich habe auch eine. Dings. Progress. Es ist nicht nur sowas wie die Zentrifuge, es ist eine. Das Blut steht durchgeschüttelt. Ja. Erinnert ihn mir auf die Hard. Jetzt, ach du Scheiße, jetzt verstehe ich, was sie damit gemeint haben. Ja, gut. Dieses Spiel ist echt irre. Dein Blatt, das geht gleich kaputt. Ah. Wir müssen beide an den gleichen gehen und die austarieren, die Zentrifuge. Was? Call the Elevator. Hä? Okay. Gut. Ja, wahrscheinlich, weil meine war gut, deine nicht oder so. Ach so. Ich hab gedacht, das Spiel wäre richtig krass. Ich dachte, man müsste jetzt die beiden austarieren. Jetzt warten wir also auf den Elevator. Ja, und derzeit kämpfen wir hier. Noch 2 Minuten, bis der ohne ist. Was ist denn das für ein Elevator, ganz ehrlich? Ich zähle 2000. Und du? Was zähle ich? 2000. 2000 was? SWAT Teams. Ach so. Etwa 5000 Splinters. Wo kommt der Elevator hin? Also irgendwie werden mir die Stationen immer noch angezeigt, aber... Ja, mir auch.
Ah gut, wenn wir, ich meine. Ah, okay. Es geht hier wahrscheinlich auch gleich noch die Power aus. Ja. Oh. So wie wenn du das hier liest. Wait for the elevator to arrive while making sure to keep the power running. Hm. Naja, er ist schon auf 15 bei 30 Fahrer gestartet, also ist gar nicht so schlecht. Gut, ich weiß ja auch nicht, wo hier ein Ding ist. Ich weiß, dass hier ein Stromkasten ist. Vielleicht ist das der einzige. Wir dürfen sie nur nicht hier entdecken lassen. So. Was kommt dazu? Oh Mann. Ja gut, wir warten den ab. Den Assault. Das hat ja sonst keinen Nutzen. Oh, Junge. Wow. Was kann man? Sie gewinnbringend nutzen. Was nutzen? Nein, Nüsse. Bane hätte gerne Nüsse. Das ist ein ziemlich langsamer Fahrstuhl, ey. Der macht doch wieder Etage halt. Ja, ist wahrscheinlich nur, weil irgend so ein dummes Kind gedrückt hat. Wie man es aus dem RL kennt. Ein dummes Kind hat gedrückt. Boah, fuck, ey. Ich bin hier so allein. Fast. Ich bin auf dem Weg zum Stromkasten. Hm. Die Ammo-Tasche liegt hier, ne? Also ja, Ah, 5. Er hält sich aber ganz schön lange auf 5 auf. Ach ne, eben war er noch auf 7, als ich das letzte Mal gewockt habe. Ah. Ah, was niemand wusste. Ach, wir brauchen noch eins. Jetzt verstehe ich, warum das noch nicht. Ja, dumm. Oh, dirty business, ain't it? Boah, Mann. Das hätte man ja auch mal so vorher im. Hm. Ja, es wird bestimmt mal gesagt, aber. Ja, boah. Ist deins gut oder nicht? Nee, schon wieder Blut. Ah, kaputt gegangen. Ja, das ist das Tolle dabei. Halt doch die Klappe, Jung. Siehst du noch eins? Ich hab eins gerade in Benutzung. Ah, okay. Ah, da drüben ist noch eins. Ah, ne, das ist der, der Container. Auch kaputt und er hat mich geschlagen. Der ist ja echt cool, ne? Hm. Ach, bist du dumm. Oh Mann. Ah, die respawnen aber offenbar. Also haben wir jetzt noch eine gute Loot? Ne, ich bin gerade noch dabei. Ich habe einen wieder mit dir zurück. Ah. Ne, auch kaputt. Sag mal, der verklut hier noch. So, jetzt ist mein Assault hier.
Aber, ja. Oh, Alter. Woher? Och man, die kamen durch die Decke. Das ist doch ein Witz, ey. Jetzt bin ich das Ninja-Stecker, so. Ja, wir sind hier, liegen hier beide down. Alles ach so. Dass die auch immer erst hochhelfen wollen, bevor sie überhaupt hier mal was clearen. Ja. Stehen auf mir 5 Stück oder so und Dallas geht erstmal ins Ressen. Also das sind ja auch wirklich echt einfache Sachen, wo man doch durchaus noch eine Verbesserung der KI hätte mit erwirken können. So, ich habe noch eine in der Zentrifuge. Ich glaube, die ist gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss nur dran kommen. Ja, hab sie. Ich will aber wissen, ob meine auch gut war. Los, los! Wir müssen hier rausfinden. Alter, ja. So, was hat er jetzt noch was gelabert, was speziell ist? Take the elevator, get to the exit on the roof. Ja, ich bin gespannt, was auf dem Dach noch, was ist uns da noch erwartet? Defend, for Alex. Der Army! Jets? Okay. Der Army? Jets? Interessant. Au. Das ist doch ein Witz, die zerschießen Leute nicht wirklich. Das ja, wahrscheinlich wirklich, weil sie Angst vor was? Eine Epidemie haben. Da muss natürlich die Army kommen. Das ist ja wie im Horrorfilm. Was? Wir keep bombing. Was? You need a crowbar! Ja, ich hab alles den klar! Ah, oh Gott. Gott sei Dank. Das wäre jetzt ziemlich beschiss gewesen, wenn... Au. You are left for dead, was? Dann nochmal eine Crowbar. Ah. You are left for dead und deswegen lief er aus. Hopp auf! Schnell! Dorsch! Wow. Cool! Krass. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Bei einer 14% oder 16%igen Chance. Okay. Beeindruckt irgendwie. Mhm. Hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht. Hast du gesehen, wie hoch mein Bodycount war? Ja, 170, ne? Irgendwas. Ja, ja, 176. Das ist ja. Richtig krass. Also, wie viele da mobilisiert wurden, um uns aufzuhalten. Ja. Ja, ich dachte jetzt, wir kriegen es auch mit der Army zu tun. Ja, ich habe ja das Schlimmste befürchtet. Ja, echt nur 16%. 15. 15. Mhm. Okay. Aber das mit der Tür scheint wohl doch irgendwie zufällig zu sein. Mit der Tür? Ach so. Ja, bitte. Mit also, ja. Hm, kann gut sein, ja. Wobei der Ansatz halt wirklich gut war. Also, hat ja wirklich nebendran gestanden. Ja, infectious. Ja, richtig, also. Hätte ich jetzt schon durchaus für möglich gehalten. Naja. Aber vielleicht ist es auch nicht ansteckend, außer man spritzt jemand anderem das Blut. Hm. Na klar. Probieren wir das nächste Mal. Wir spritzen es einfach hoxen. So, ja gut. Ob der Zeit sind wir dann hiermit auch fertig. Ob der Zeit, wie lange haben wir eigentlich gebraucht für die? Oh, hab ich jetzt nicht geguckt.
Ja gut, wir sehen es dann hier später in der Aufnahme irgendwie. Irgendwie, ja. Das lässt sich ja bestimmt feststellen. So, dann. Dann liebe ich diese Lobby und fühle mich gut, dass wir etwas geschafft haben. Ja. Auf dann. Auf dann.